Hi Leute, ich bin's wieder, euer Dominik, zusammen mit dem Alex hier in Graz. Und der Alex wird euch jetzt gleich eine Kraulübung vorstellen, die er relativ regelmäßig bei seinem Papa, dem Dirk, lange ausübt. Und das ist eine sehr coole Übung, eine sehr dynamische Übung, die euch sehr weiterhelfen kann. Alex, was machen wir? Also, wir legen uns auf den Bauch in Kauposition, schön Beine mit Kosten, machen wir das. Ja. Und einen Arm haben wir vorne, einen oben. Das hängt davon ab, was man trainieren will, ob man jetzt länger, wenn man länger trainieren will, für längere Strecken, hält man den Arm unten, der Ellbogen. Wenn man jetzt für Sprinters machen will, macht man ihn nach oben. Ja. Man liegt, man spielt ein bisschen rum mit dem Arm über Wasser und dann, wenn man reinfügt mit dem Arm, haut man den Arm nach vorne mit voller Kraft, wirklich einen nach vorne zieht, mit der ganzen Kraft mit dem anderen Arm, damit man nicht in diesen Abschlag kommt, zieht man mit dem anderen Arm gleichzeitig runter durch. Und dann wiederholt man das auf der anderen Seite wieder. Genau. Das heißt, wir hätten immer einmal diesen Moment der Diagonalspannung. Ja, genau. Das ja, wenn ich jetzt hier vorne im Wasser liege, der Arm, ich mache den permanent Vollbeinschlag, ja, dann kommt dieser Moment, wo ich den Arm vorne reinschlag, zack, ja, das Ganze natürlich explosiv und dann habe ich diesen flüchtigen Moment, wo ich komplett gestreckt im Wasser liege. Ja, und dann sollte man spüren, diesen Moment, wenn man dann richtig nach vorne zieht, richtig. Genau. Stichwort Impuls, ja, beschleunigter Armzug unter Wasser, dynamische Druckphase, vorne schön lang machen und, was du glaube auch gesagt hast, ja, den Arm schön von oben führen, gell? Genau. Ja, dass man nicht seitlich eintaucht, sondern schön von oben eintauchen. Wir haben Flossen an, hast schon gesagt. Schnorchel kann man nehmen. Aber wir machen es demonstrativ vor, deswegen. Wir machen es demonstrativ vor, genau. Der Alex wird es jetzt vorschwimmen. Wie gewohnt, ich schwimme es nach und dann treffen wir uns wieder am Ende. Okay. Ja. Ja, also die Übung habe ich jetzt auch so noch nicht so häufig mit genau diesem Aufmerksamkeitsfokus ausgeführt. So aus meiner Sicht, es wird relativ anstrengend. Ja, man muss erstmal den passiven Arm natürlich hoch im Wasser halten. Genau. Ja, da ist die Gefahr groß, dass er relativ abfällt. Ja, und dann gerade in diesem Knackpunkt, in diesem Bewegungsknackpunkt. Ja, da muss man natürlich auch extrem Körperspannung halten können. Ja, eben. Ja. Ja. Ansonsten fällt man gleich wieder rein, auch in diesem, wahrscheinlich sollte auch die obere Schulter immer aus dem Wasser zeigen. Ja. Also schaut da wirklich Flossen anziehen, Tipp für die Anfänger sowieso. Und ja, also coole Übung, hohe Geschwindigkeit, wettkampfnah, ich glaube, das ist auch so ein wichtiges Stichwort. Ja. Ja, es geht so weg von diesem alltäglichen Trainingsrhythmus. Es ist eine sehr dynamische, schnelle Übung und ja, danke an dich für die Übung. Ja. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und mir hat es auch Spaß gemacht. Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen weiter schwimmen und ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Und wie immer, schreibt euer Feedback in die Kommentare, probiert es zu Hause auch aus. Macht's gut von uns beiden hier. Ja. Ciao, ciao.